Er streamt da durch Nacht und Wind. Das ist der Svenny mit seinem Kind. Muss ich mal gucken, dauert noch ein bisschen, wie es angezeigt wird. Prima, so. Hast du die Waffen gefunden, die neuen? Ja, habe ich. So, aber ich bin soweit. Ah, sehr gut. Ah, warte mal, ich will aber... Ist der Stream angeschmissen? Ja. Läuft. Ich will mal ganz kurz gucken... was ich noch... So, warte mal, die abgesägte Schrotflinte 362. Was habe ich noch? 159. Die doppelläufige habe ich mir gekauft. Achso, die ist wahrscheinlich bei der anderen Waffe dabei. Warte mal, die hat Jagdgewehr 165 Schaden. Scharfschützengewehr 362 ist natürlich... Haben alle mehr Dampf, ne? Aber wo finde ich denn die doppelläufige Schrotflinte? Ach, da ist sie. Ach, 204 hat die momentan. Aber ich bleib bei meinem Jagdgewehr. Da komme ich immer super mit klar. Die Saat kann von überall kommen. Ja, dann sind wir ja ausgerüstet, ne? Mhm. Jetzt geht's ab. Das wird nice. Ja. Zum letzten Checkpoint. Endgegner hat man ja besiegt, ne? Oder genau, war? Diesen mit der auf der komischen, auf dem komischen Vieh da geritten ist. Mhm. Alter, der war auch übel, der Typ. So. Gar nicht, genau, hier hat man ja aufgehört und haben gesagt, hier guck mal, was es dann gibt. Mhm, stimmt, ja. Das war's. Ab des Exils. Hier oben gibt's gar nichts. Warte mal, ich drück mal F, weil. Jetzt verstecken sich hier die Ratten. Ah, die jetzt. Ist auch gleich zerlegt. Boah, geschickt ausgewichen, ne? Maschinengewehr ist auch eine nice Waffe, ne? Welches Gewehr? Das Maschinengewehr. Ja, das stimmt. Ist auch klasse. Ist immer noch so, dass man das Gefühl hat, das hat richtig Druck. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht, aber es ist immer noch richtig nice. Ja, das stimmt. Das ganze Metall hier einsammeln. Was sonst? Gute Jovasch. Hier gibt es wieder einen Erfahrungspunkt. Oh, den hole ich uns mal. Ach, hier ist Feuer, kann man auch platt machen. Aber aufpassen, dass man nicht in die Flamme läuft. Alter, das knallt aber auch immer. Ich finde schon, dass das Maschinengewehr ganz schön Schaden
Genau, das hat so das, was ich meine. Das hat, wenn man so guckt, so steht da Schaden 2 oder so, ne? 20 meine ich. Aber wenn man es selber benutzt, ist richtig geil. Ja, das stimmt. So, den Großen haben wir auch platt gemacht. Sehr gut. Ich hab keinen Platz. Irgendwo krabbelt hier noch ein Vieh rum. Was kommt denn das Geräusch her? Ey, das hört sich an. So ein kleines Schweinchen. Tot. Oh. Warte mal, ich helfe dir mal. Ich hab nicht aufgepasst. Das ging mir letztes Mal auch so. Die fliegenden Viecher sind echt ätzend. Bin dabei. Da spaziert man hier durch die Gegend, bin ich die Landschaft. Es ist ja wie so ein Kletterpark hier, diese komischen, ne, hier wie diese Brücken. Genau, was wir hier gerade machen, ist Teambuilding. Oh. So, was wollte ich? Achso, den Eigenschaftspunkt wollte ich mal vergeben. Und zwar Ausholbonus. Was auch immer das auch ist. Ach ja, Eigenschaftspunkt, stimmt. Ich skille erstmal hier dieses Rüstungsdurchdringen voll. Ach, siehst du die. Die, ich habe ja diese Sense, die hat plus macht Schaden von 136. Gibt es da noch was Besseres? Ja, Ödlandpflegel hat 179. Nehme ich doch mal den Ödlandpflegel. Die Sense ist ja ganz cool, weil sie, naja gut, eigentlich benutzt man das ja so gut wie nie. Aber sie füllt Leben auf, wenn man Schaden damit macht. Ah, okay. Ja, es ist ja auch nicht. Oh, da oben ist wieder ein lilaner Punkt. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ein ganz dicker kommt, oder? Ob jetzt der Zauberer kommt. Heißt der Zauberer. Ja, komm. Ah, sehr gut. So, den hat's zerlegt. Munition kannst du einsammeln. Ich habe meine Kiste nämlich gerade erst angefangen. Also verschwendet. Ja, ich sag's dir. Ich habe einfach zu viel Kohle verdient in dem Geld. So, Stecker. Ja. Erstmal aus voller Gefühle in der Los, komm her hier. Genau, erstmal schön vom Himmel geholt. Jetzt müsste ich doch hier lang, ne? Ja. Ah, alles klar. War gar kein Eigenschaftenpunkt, war irgendwas anderes, aber der hat das so schnell angezeigt. Ich habe jetzt auch nicht mitgekriegt. Was okay. War. Ah, hier ist noch eine schöne Kiste. Feine Kiste. Ja. Ausgezeichnet. Ich finde das geil, wie schnell er die Knarre mal lädt. So. Ja, aber das haben wir auch geskillt, glaube ich. Hier, guck mal meine an hier. Die
ein Totenkopf oder was das ist. Was ist das? Ach, dieses Ding. Kann das sein? Oh, richtig Dampf, ey. Oh ja. Ja. Die gehen voll ab, die Viecher. Oha. Ach du heilige Neune. Ey, Alter, was geht denn jetzt ab hier? Spinat. Es ist wirklich gut, ne? Es ist auch schön. Mhm. Da strahlt so eine Ruhe aus, deswegen kriegt man wahrscheinlich wieder so gute Energie. Also richtig so, oh, wenn man den Spinat badet. So. Bitte. Kein Platz. Haltet mir den Rücken frei. Was, kein Platz? Dein Headshot. So, Kiste ist auch weg. Eine Kiste. Oh, ja. Können wir bei looten, bis der Arzt kommt, ey. Hier oben ist auch noch eine. Schön. Pass auf, ich schieß mal nach oben. Da müssten ja zwei Ratten runterfallen. Ich hab den Metall vergessen, das geht so nicht, das muss ich haben. Ah, da sind sie. Komm mal aus der Erde. Ja. Ja, komm doch! Zack. So muss das sein. Mann am Boden, sagt er auch immer. Kommt wieder so ein Dicker. Oh. Alle Taschen voll. Oh, sehr gut. Das ist echt eine geile Eigenschaft von der Knarre. Das stimmt. Oh, das war knapp. Ich dachte schon, du beschießt. Nee. Ich passe auch auf, dass ich, wenn ich so ein Fass anschieße, das explodiert, dass es dann weiter weg ist. Gibt's einen Ausgang? Okay. Da geht's auch weiter, oder? Hm, das passt genau. Mehr. Hier ist auch noch Munition, falls du das brauchst. Das erscheint mir nützlich. Ausgang. Du hast einen Zuschauer extra. Ja, da standen sogar vier vorhin. Jetzt stehen ja wieder drei. Ja. Wahrscheinlich die richtige Uhrzeit. 18 Uhr ist immer gut. Die Frage wollen wir. Ja, können wir machen. Komm mal rein, vielleicht ist da nur so ein Endboss oder so. Ja, das wäre auch nice. Ja. Solange wir den schlagen, ne? Also. Wobei, ich trinke ja hier meinen Rockstar. Eine kleine Werbesendung. Ja, ist tatsächlich los. Ja. Oh, super. Bin gleich verprügelt. Ich vermute mal, dass das bestimmt diese komische Ratte ist, die ich mal bekämpft hatte, als du zugeguckt hattest. Das kann sein. Bin ich mal gespannt. Ja, das könnte sein. Ja. Ja, das ist sie. Ah, da musst du ja echt aufpassen, dass man nicht
Weiß nicht, ob das dieselbe Location ist. Die, aber die, die ich mal gespielt habe, da. Ah ne, da kommt jetzt ein anderer. Oder? Ja, genau. Ja, den hatten wir auch schon mal, oder? Ach stimmt, den hatten wir auch schon mal. Ja. Ne? Weil die Ratte, die ich meine, die. Da ist, muss man dann mal aufpassen, ob man nicht irgendwo runterfällt oder so. Die hatte ja dann so voll die Messer geworfen. Ja, genau. Dampf hier. Aua. So, ich lauf mal weg. Dann kann ich den von weitem mal bekämpfen. Ich hab das Gefühl, der fokussiert sich ganz schön auf dich. Naja, nicht unbedingt. Immer drauf an, wer angreift oder so, ne? Oh. Hat das mir doch besorgt. Oh, oh. Nein, jetzt hat das. Ja, ich bin down. Ah, okay. Ich bin eingefroren. Ah, scheiße, jetzt hat's. Ah, Mann. Dachte, ich komme da weg, aber. Aber den packen wir, ich glaube, jetzt beim zweiten Mal. Auf jeden Fall. Ja. Kann nix. Ich meine, wir müssen den ja auch ein bisschen ihn glauben lassen, dass er eine Chance hätte. Genau, er soll sich ja soll nicht gleich irgendwie sagen, ah, ich hab keinen Bock mehr und ich gebe auf. Da kommt was! Gerade hier sollte man das so machen, dass man Fässer hat, die man anschießen kann, die irgendwie Schaden verursachen oder so. Stimmt. Sehr gut. Ist aber auch schnell, wenn der auf einen zurast. Das stimmt. Alter Falter, ey. Was ist denn das Bürschchen? Mist. Jetzt guck ich hier hinter ein bisschen. Ah, moin ihr Lappen, das Bo ist wieder da hier, unser Dauergast. Hi, grüß. Jetzt hat er sich auch wieder festgebackt. Ah, sehr geil. Das war beim letzten Mal auch so, ne? Ja. Ich glaube, der schleudert sich gerade ein. Ah, so ein Lappen. Das passt nicht mehr. Alter, selber Lappen. Genau, selber Lappen. Hab keinen Platz. Was hast du gegen Lappen? Lappen sind nützlich. Genau. Zungenlappen. Blablabla. Da kann man es verlassen. Kann man es da hinten verlassen, aber ich. Wollen wir doch lieber wieder zurück in diese Höhle da? Mal gucken. Ja, würde ich euch sagen, dann gibt es bestimmt einen zweiten Ausgang oder so. Oder wir können ja mal gucken, wo es hier rausgeht und wieder reingehen. Ja, können wir auch machen, also. Ja, flexibel. Weil hier gibt es vielleicht auch noch Kisten.
Flexibel wie ein Strohhalm. Ah, ich werde nochmal meinen Eigenschaftenpunkt vergeben. Wo ich es vergesse. Oh, Weisheit ist immer noch auf 1. Mit Weisheit habe ich es irgendwie nicht so. Egal. Ich will immer nachladen. Ist so eine Angewohnheit von mir, aber ich habe ja volle Munition. Das ist ja unglaublich. So, mal gucken, wo es hier rausgeht, dann können wir wieder reinrennen. Ja. Ich bin mal gespannt, wann wir auf die säugende Maus treffen. Die muss auch bald mal kommen. Hm. Schrambo, heute kein Warzone? Call of Duty? Ah, die Kleine ist im Haus. Ja, stimmt. Familie ist immer so ein Ding. Aber letztes Mal hast du gesagt, schön spazieren gehen schicken. Oh, das gute Eisen. Oh, hier, ich habe fast was liegen lassen. Ah, jetzt sind wir wieder... Ah, jetzt müssten wir... Hier kommt bestimmt irgendwann die Mama mit ihren Rattenbabys. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Tür. Ja, dann können wir ja nochmal zurückgehen, oder? Und die Höhle nochmal erforschen. Ja, auf jeden Fall. Oder wollen wir die Tür öffnen? Warte, wo ist die Tür? Müsste jetzt hier in der Nähe sein, ne? Ah, hier ist auch die... Ich sehe die Rattenmutter. Die ist jetzt hier in der Nähe. Oh ja. Ja, genau. Dann können wir den Stein hier aktivieren kurz und die Tür aufmachen und dann... Hm. Wir mal mit der Dame des Hauses reden. Gut, ich öffne nur die Tür, dann können wir ja zurückgehen. Ja. Tür auf, Tür zu. Ja. Ach hier, Schrambo schreibt gerade, Familie war schon spazieren. Sehr nice. Spazieren immer gut. Ja. Wollen wir zu der Ratte noch mal kurz? Mit der kurz reden? Können wir auch, ja. Die ist, ich glaube in diese Richtung hier. Ja? Hier nicht. Dann müsste hier... Genau, hier. Und hier musste ich... Genau, hier habe ich dann rausgefunden, dass ich Alt drücken muss. Und dann geht's weiter. Da ist sie, Mensch. Grüße, Mensch. Wir haben uns schon gefragt, wann ihr eintreffen würdet. So, ihr wisst, was ich bin. Ich bin nur eine Emi, aber ich bin eine Kralle. Sei doch froh, dass du keine Kinder hast. Ja, das stimmt. Das gibt viel Freizeit. Die viele hungrige Mäuler füttern muss. Mal kurz was beiseite schieben, so. Gegen albtraumhafte Kreaturen kämpfen sehen. Ach so, du hast geschrieben, sei doch froh, dass du nicht bei den Ratten bist. So wie in der Woche. Oh, das ist aber mies. Hatte da nämlich noch was drüber, das muss den Chat erstmal befreien. Für einen angemessenen Preis. So, wir können mit dir. Ihr habt euch als Krall bezeichnet. Was ist das? Die Krall haben die Gabe der Sicht. Wir sehen, was sein könnte. Und manchmal. Sind nicht alle so, das stimmt, ja. Nur einer in tausend wird mit der Sicht geboren. Und deshalb werden die Krall von den Uriki wertgeschätzt. Alter, wie du die mit der Waffe anvisierst. Ich muss ja gucken. Sind Emin. Ja. Die Emin sind alle, die nicht Uriki sind. Vieh, Sklaven und Arbeiter. Doch die Krall stammen immer nur von den Emin ab, nie von den Uriki. Boah, da steige ich doch gar nicht mehr durch. Die Krall und die Emin und die Uriki. Wechselnde Bilder. Ja, das ist verrückt. Muster, Umrisse
Aber sie sind noch nicht klar definiert. Ihr müsst durch unsere Heimat reisen, um eure Sippe zu finden. Ihr müsst Sippe finden, um eure Heimat zu retten. Ich kann euch Folgendes sagen. Ihr müsst den Tod nicht fürchten. Euer Weg hat euch schon befreit. Fürchtet nur die Hoffnungslosigkeit. Nichts zu tun ist der einzige Weg, der zum Scheitern führt. Nichts zu tun ist der einzige Weg, der zum Scheitern führt. Und sie sitzt da. Gewiss. Das ist auch schön. Ja, aber sie tut einiges, ne? Ja, ja, sie füttert ihr Nachwuchs. Wenn du willst, kannst du auch mal. Ja, mal ein bisschen nuckeln. Okay, Verbrauchsgüter. Ach, bei dir kann man auch was kaufen, oder? Mhm. Bestimmt Milch. Milch, genau. Rattenmilch, irgendwie abgefüllt. Okay, aber keine Schmuckstücke. Ah, Gegenstände kaufen, da kommt man. Kaufen wir nochmal ein paar Kisten hier, Munitionskisten. Ach, 7 kann ich nur kaufen. Okay. Ich mache in der Zeit noch ein paar Kniebeugen. Ja. Ah, nein, ich blöd, Mann. Gegenstände verkaufen. Oh, ich bin ja auch ein Schlumpf. Ich verkaufe meine 7 Kisten. Ich will doch kaufen und nicht verkaufen. Nee. Okay. Aber mehr gibt's da eigentlich gar nicht bei ihr, ne? So, außer, ja. Außer, dass man beim Nuckeln zugucken kann, ja. Genau. Das stört ihn nicht. Er streamt gerne beim Nuckeln. Ja. Dings schreibt gerade, Schrambo schreibt gerade, hör auf, ihn geil zu machen, sonst hat er keine Zeit mehr zum Streamen. Ja, sehe ich auch. Ach, du siehst den Chat auch, ja? Ja. Ah, alles klar, super. Alter, geht voll ab hier. Ist hier noch irgendwas? Ach, hier ist noch ein Schriftstück, habe ich gefunden. 8. Tag, Magies Weg führt sich. Blablabla. Oh, ist zu viel Text. Oh, der Ring ist gar nicht schlecht. Das Einsammeln von Altmetall, Eisen und Munition stellt 3% der maximalen Gesundheit wieder her. Oh, welcher ist denn das? Den sie hier verkauft. Verkauft ihr auch einen Ring? Warum habe ich denn den nicht gesehen? Das gibt's doch nicht. Möge die Hoffnung euch leiten. Kannst du dir holen. Ich wünschte, ich könnte. Gewiss. Ist ja auch was zu lesen. Also Schmuckstück ist bei mir leer. Bei mir ist nichts, also ich kann da nichts kaufen. Wahrscheinlich hast du den dann schon. Das kann sein, dass ich den schon mal eingesammelt habe. Ich kann ja mal gucken, wie der heißt. Ring des Plünderers. Okay. So, wir müssen nur gucken, dass wir einen richtigen Eingang wieder nehmen. Ach doch, Ring des Plünderers habe ich. So, dann können wir zurück und die Höhle wieder durchsuchen, ne? Genau. Oh, ich freue mich auch schon ein bisschen auf den Winter. Ich weiß nicht warum, aber dann. Das ist so das richtige Zockerwetter, ne? Ja, deswegen habe ich auch einen Glühwein hier stehen. Genau. Glühwein ist immer gut. Mit Schuss. Oh. Oh, der leckere. Ihr seid mich wieder los, man hört sich ja. Ja, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Winke, winke. Ja, hier ist er. Winke, winke, genau. Mal schauen, ob es jetzt einen anderen Ausweg noch gibt. Genau. Aber was interessant ist, ist, ich sehe die Karte jetzt doch auch offen. Also, okay. Ne, das, was wir zusammen, ja. Das ist gut. Was wir zusammen gespielt haben, das war gerade offen, als wir da raus sind.
Ja, das macht echt Sinn, da alles abzusuchen. Manchmal findet man noch irgendwelche geilen Perks oder Ringe oder Zusatzpunkte. Das ja. ist echt cool. Ich hatte jetzt bei der Ratte gar nicht zugehört. Hat die uns irgendwie jetzt noch eine Aufgabe gegeben oder sowas? Nee, hat sie nicht. Hat nur erzählt, wer die Armin, die Uriki und die Sklaven irgendwie sind und dann aber so durcheinander irgendwie. Die Armin sind die Sklaven, sind wie Uriki, aber Armin sind Uriki, die wie Sklaven sind. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, die war hat getrunken. Wahrscheinlich. Weil bei dem anderen ist ja so, wenn du, glaube ich, eine Aufgabe bekommst, kannst du ja mal sagen, mache ich oder mache ich halt nicht, ne? Ist auch übel, wenn die schreit. Noch einer. Ich hab keinen Platz. Ey, die sind aber gerade abgegangen, ja. Ja, auf jeden Fall. Alter, der hat mich beinahe von hinten rücks erschossen. Mal spinatieren. Spinatieren ist geil. Oh, da ist ja noch so ein Piepmatz. Über dir, über mir. Nicht der große Wanze. Oh, ich habe gerade Besuch bekommen. Ja, ich kann. Alter Falter. Oh, da kommt die Feier. Oha. Muss ich erstmal schnell laufen. Oha. Uns mal nach. Oh, was steht denn mit dem? Nicht, dass der sich im Spinat auch noch auflädt. Ja. Sehr gut. Das ist ihm von hinten richtig besorgt. Der Fahrer. Okay, Eigenschaftenpunkt ist auch vergeben. Läuft alles wie am Schnürchen. Boah, ich blöd, Mann. Kann man das auch machen? Kann sich das Leben auch selber schwer machen. Alles eingesammelt. Und nur im Kreis? Ah, okay. Ach, das ist. Dann haben wir ja quasi nichts verpasst. Okay. Na gut. Ob es noch einen Seitenausläufer gibt oder so. Okay. Ach du Scheiße. Ich geh gleich mal auf. Ah, Mist.
Also was, da kommt gerade einer auf uns zu. Alter, ich sehe eben meinen Charakter, sehe deinen eben und dachte so, warum spielen wir jetzt zu dritt? Voll peinlich. Das gute Eisen liegt hier rum. Zu dritt ist noch besser. War sehr schön. Die blöde Ratte ist eben über die Brüstung geflogen. Rüber geklettert. Wollte ich gerade von hinten angreifen. Ich hab's mal erledigt. Jetzt gleich so runterkicken können. Mhm. Alter, das Maschinengewehr hat dich aber richtig beiseite gesprungen. Das passt nicht mehr. Ja, das ist echt nice. Mhm. So, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo wir sind oder wo wir hin müssen. Alter, war echt wie die Nacht. Oh, was Dickes kommt. Ja. Oha. Oh, von wo? Ich habe keine Ahnung wo, aber hatte so ein Geräusch. Alter. Wo ist denn der Dicke? Ich weiß nicht, das kann auch hinter uns gewesen sein. Mhm. Wenn man jetzt hier oben ist, haben wir. Ist hier noch irgendwas weiter? Nee. Ja, wir rennen jetzt wirklich im Kreis, sonst können wir auch zurückgehen oder so, also mir ist das egal. Mhm. Oder einmal eine Runde machen. Genau, ich denke mal, wir kommen da dann bestimmt auch gleich wieder hin. Ja. Baldrian. Das passt nicht mehr. Ja, hier ist noch... primäre Munition, falls du brauchst. Ja. Ach, ja. Für mich ist das sekundäre, weil das ist fürs Maschinengewehr. Mhm. Aber kann ich auch. Ja. Ist hier oben noch irgendwas? Ne, da waren wir auch schon. Ja, mal hier schon gut aufgeräumt. Mhm. So, mal gucken. Das müsste richtig sein. Oh, da sind noch Gegner. Ja. Pass auf, jetzt fallen sie vom Himmel. Das ist ein Dicker, ne? Ja.
gerufen. Boah, ich muss hier schnell weg. Es geht ab. Ja, ich muss mich nämlich gleich aufladen. Das war nicht ein Problem. Alter, bin ich gestorben? Krass. Aber ist nicht schlimm, weil wir sterben da, erwachen am Stein wieder. Genau, dann müssen wir nicht zurück drauf. Ja, und hier wieder zurück. Ach, müssen wir doch. Aber sehr gut, haben wir nichts verpasst. Das ist immer super. Das stimmt. Ich muss mal kurz das Fenster verdunkeln. Ich würde dann gleich auch eine quarzen, wenn das okay ist. Ja, mach mal. Kein Ding. Ja, bis gleich. Bis gleich. Hier scheint immer fett die Sonne auf dem Monitor und dann in diesen dunklen Leveln sehe ich nichts mehr. Ja. Dann bis gleich. Bis gleich. So, kleine Streaming-Pause würde ich sagen. Mal deaktivieren vom Mikrofon. Ich blicke aus dem Fenster. Der Regen fällt so fein. Ich starre in die Leere. Wann kommst du wieder heim? Die Antwort fällt mir schwer. Kopf, er ist so leer. Und der Mond scheint nur für dich. Und die Sterne leuchten hell heut Nacht. Und die Zeit steht still für mich. Wie ein langer Traum bin nie aufgewacht. Und der Mond live. Sehr schön. Du musst dir mal so ein Pausenscreen einrichten.
Hat, ja, das ist das Problem. Das war mein Pausenscreen eben. Aber ich, Blödmann, habe neulich so eine scheiß Grafik gelöscht. Und deswegen hat er das falsch angezeigt. Ah, bei mir war nur schwarz. Ja, bei mir ist schwarz und unten rechts steht Music by Ingrid Faith, ne? Ja, genau. Ja, das ist echt blöd. Ja. Ich habe doch mal aufgeräumt und hatte diese... Aber was waren das hier? Speicher und so freigegeben, ne? Das passt nicht mehr. Ah, ja. Ja, und da habe ich das aus Versehen gelöscht, aber ich werde mir das jetzt nochmal richtig einrichten. Normalerweise kommt da eine schöne Grafik mit Pause oder Stream startet gleich oder Ende. Danke fürs Zuschauen. Ne? Das ist super. Ja. Das ist auch cool. Ich kann mein Mikrofon muten. Ich müsste jetzt nochmal sogar einrichten, dass ich das Spiel mute. Also, das siehst du, da. Die Taste muss ich auch nochmal belegen. Ah. Ah, du kannst so viele schöne Sachen machen bei Steam. Du könntest jetzt auch zwei Kameras nehmen, Szenewechsel machen und so. Alles schon. Geht richtig ab. Brot backen. Brotback Mountain, genau. Ach, Alter, das wäre doch ein guter Film, oder? Brotback Mountain. Genau, der Brotback Mountain so als Parodie zu dem Ganzen. Ja. Ja, mit sowas könnte man aber echt auch fett Views ziehen, indem man solche Titel nimmt und dann so Blödsinn macht. Ja, genau, das glaube ich auch. Könnte man wirklich so zwei Männer backen Brot oder so. Ja. Pass auf, das, wenn ich das hier hochlade, das Video, dann machen wir das mal. Dann nenne ich das mal, Ramen from the Ashes und dann Subject, zwei Männer backen Brot. Brot backen. Mann. Genau. Zack, erledigt. Hier lang waren wir noch nicht. Mhm. Mal gucken, was es gibt. Oh, also. Okay. Kannst ja da lang rennen, wenn mal hier. Mhm. Irgendwo muss auch der Zaun sein, den man dann öffnet, ne? Das haben wir ja schon. Ach, haben wir schon, okay. Scheppert immer so schön. Sehr. Wir kommen ganz gut durch, muss ich sagen. Ja, auf normal ist es echt machbar. Also deine Waffe in meine Nase hältst. Alter. Das sah gerade voll witzig aus. Ja. Oh, ich muss jetzt mal kurz. Ich nehme mal die Munition hier, ich bin so frech. Ja. Ist ja immer nur ein bisschen Metall drin und sonst. Ja, stimmt. Ich hab eben. Eben auch noch mal ein bisschen Altmetall gesammelt, aber ja, manchmal ist in den Kisten so richtig viel schöne Sachen sind da gar nicht drin. Naja, stimmt. Also zum Aufrüsten ist es natürlich notwendig. Hm. Oh, jetzt schon wieder einer Lagerfeuer gemacht. Oh. Aua. Schmeißt der mit irgendwie. Schade, jetzt viel Red Bull getrunken oder so. Ist noch Munition, falls du brauchst. Da ist einer im Anflug. Alter, das gibt's ja gar nicht. Ich habe eben gesehen, dass er da oben einmal geworfen hat und ist nur die Munition ausgegangen. Ah, hier ist auch noch ein Piepmatz. Er ist unten.
Oh, hier gibt's auch noch eine schöne Kiste und ein schönes Lager drin. Oh. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man es auch schwer spielt, dass man sich ans Feuer stellen muss, um nicht zu erfrieren oder so. Das kann sein. Dass es dann wirklich fett Frostbeule gibt und dass du dann immer wieder gucken musst, dass du dich aufwärmst. Weil ich stand gerade am Feuer und irgendwie hat das ja nicht wirklich keine Auswirkungen, gewährt. Ne? No. Ja. Oh, es ist wieder so ein Dicker hier. Oh. Oh, gab einen Eigenschaftenpunkt. Hat er dir das aber ganz gut abgemeuchelt hier. Ah, da hinten so. Ist auch der Ausgang, ne? Das ist gut. Oh, der gute Spinat hier. Muss ich keine Munitionskiste nehmen? Wahrscheinlich gibt es da. Hier ist auch noch eine Munitionskiste drin, falls du eine brauchst. Also, wenn du die nimmst, dann kriegen wir die beide. Ah, okay. Sehr gut. Ja. Das ist prima. Das sieht so riesig aus hier. Ist aber auch ganz geil gemacht, dass man immer weiß, das ist ein Portal. Oder man weiß, es ist ein Endgegner, ne? Ja, das stimmt. Setzen. Ah, stimmt, die haben einen Stein. Ah, den hätte ich fast übersehen. Schon ganz euphorisch die Steintreppen hochlaufen. Ja, das sieht auch echt gut aus. Hm. Ja, stimmt, das ist echt nice gemacht. Ah, Heiligtum des Wächters. Oh, hart, da ist so. Das sieht fast so aus wie dieses, wo der Typ mit der die Ratte da gewohnt hat, aber. Oh, der sieht, also wenn das hier unser Gegner ist, ist der aber ein bisschen groß. Stimmt. Ja. Ich will nicht wissen, was der für ein Penis hat. Alter. Wie war das, Anaconda-Team? Ja, genau. Alter, der lebt wirklich. Der. Schneller, genau. Du das Fragile Bridge oder? Aufhören. Ich ja. Weiß, was du willst. Ah, okay. Und ich werde nicht zurückkehren. Alter, der hat so Lego-Augen irgendwie oder so Lego-Kopf. Und sie hat eine Playmobil-Figur. Oh, Alter, das sind Playmobil-Augen. Eieiei. Wie soll man gegen den ankämpfen? Das macht sie schon, ne? Ja. Oh, jetzt kriegt er schon grüne, friedliche Augen. Das ist ja die Geschichte wie bei King Kong. Wo er sich verliebt in die Kleine. Das war knapp. Alles in Ordnung? Der Schatten versucht hineinzugelangen. Mein Freund und ich wollen einfach den Schatten fernhalten. Alter, mein Freund und ich. Kopfkino. Erde? Ach, ja. So hieß der Ort. Ich war mal dort, vor langer Zeit.
Ich glaube, sie nannten mich Clementine. Ich erinnere mich an ein Bett, einen Helm, viele Kabel und Spritzen. Der Helm hat mich in einen Traumzustand versetzt. Ich träumte von diesem Ort. Dies ist jetzt mein Zuhause. Das ist der Wächter. Er beschützt diese Welt. Ich habe von ihm geträumt, als ich auf der Erde war. Als der Schatten angriff, hat mich der Wächter hierher gebracht. Er hat mich gerettet. Mein Freund hat mir seine Stärke gegeben. Wir sind jetzt ein Teil voneinander. Nein, ich will nicht zurück. Mir gefällt es hier. Dies ist mein Zuhause. Wenn ich gehe, kann ich wahrscheinlich nicht zurückkehren. Saat? Du meinst den Schatten? Die rauen, krummen Kreaturen? Der Wächter hat mir gezeigt, was der Schatten, die Saat, auf der Erde angerichtet hat. Die Saat hat alles zerstört. Alles ist weg. Naja, ich sehe auch so, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Ich bin hier glücklich. Ich beschütze jetzt diesen Ort. Ich habe den Schatten nicht rausgelassen. Dafür trage ich nicht die Verantwortung. Es tut mir leid, aber ich werde nicht zur Erde zurückkehren. Die Saat kann uns hier nicht erreichen. Oh, das sieht aber anders aus. Ja. Nein! Aufhören! Halb Mensch, halb Köter. Möter, ne? Ja. Spaceballs, auch geil. Beschützt den Wächter. Ja, mal geil, ey, dass man das gar nicht so richtig sieht, was das ist. Kommt so in irgendeine Richtung rennen hier, oder? Ach, das kann sein. Nee. Ja. Quest abgeschlossen. Aufhören. Nicht wahr? Kopf her erinnert er mich irgendwie an Captain Future so ein bisschen. Er war auch so ein Roboter mit so einem kantigen Kopf, finde ich. Ja. Uns ein Portal aufgemacht. Ah, jetzt sieht man den mal richtig mit seinem Pferdekörper, das habe ich gar nicht gesehen vorher. Sie geht mit uns. Jetzt müssten wir theoretisch wieder auf der Erde sein, ne? Ja, gucken, was jetzt. Ja.
Alter, die hat aber Power. Er wollte gleich wieder weglaufen, das ist ja auch geil. Nur weil der Eindringling gesagt hat. Oha. Testperson 2923 hat dich vielleicht bis hierher gebracht, aber jetzt bist du alleine. Du denkst, du rettest die Welt, nicht wahr? Bist du noch da? Ja, du auch? Ja, du warst so leise eben. Oh, das wird ja eine Aufgabe. Das ist ja ein übler Genosse. Das kann ich irgendwann sagen. Mhm. Oh. Okay. Wie geht's denn an? Geht's hier rein? Aber ich war mir auch eben nicht mehr sicher. Ich kann hier rein. Ach ja. Na gut, dann nochmal. Ja. Wenn du bereit bist, musst du nur den Riss aktivieren. Okay. Ich finde, die hätten den Stein ein bisschen näher dran bauen können. Da müssen wir immer wieder hinlaufen, ne? Das stimmt. Voll sportlich. Jetzt schaffen und dann müssen wir nicht mehr laufen. Ja. Gucken, was wir da für eine Strategie brauchen. Hm, jetzt sind wir wieder hier. Okay, wir sind falsch. Hm. Ist bei dir diese Karte aufgedeckt? Ja. Dann haben wir uns wieder. Zumindest die Höhle sah, ich hab gar nicht geguckt jetzt, als ich draußen war. Das wäre natürlich blöd, aber. Aber ich glaube, da sind wir vorhin schon mal gewesen, also hingereist. Aber wir müssen ja auch zu dem Typen irgendwie kommen, ne? Ich muss den Riss aktivieren, wenn du bereit bist. Okay. Wenn du bereit bist, musst du nur den Riss aktivieren. Das haben wir doch, ne? Ja. Ich guck mal, wenn wir draußen sind, ob die Karte dann aufgedeckt ist. Ja, doch, die ist aufgedeckt. Sie haben uns gesehen! Ich muss mal diesen anderen Riss aktivieren. Oh. Ist auch ungewohnt, weil normalerweise hast du ja diesen grauen Schleier und dann gehst du halt zum Endgegner, aber wo ist der jetzt? Ja,
Ach, wir werden es schon finden. Haskard sprach zuerst mit den Drachen, aber er erzählte uns erst davon, als es schon zu spät war. Okay. Oh, warte mal, mein Spiel ist abgeschmiert. Ich muss noch mal kurz neu starten. Hm. Ich guck noch mal kurz, ob der Endgegner hier woanders ist. Ja, guck mal. Vielleicht ist es ja auch dieser Riss in der Ecke oder so. Hm. Oder wir müssen hier wieder umschalten, sehe ich gerade. Und dann den Riss benutzen. Ja. Ja, jetzt sieht's besser aus. Mhm. So, ich bin gleich da. Okay. Ach, ich glaube, du musst zum Stein rennen und mich wiederbeleben. Mhm. Also, was du da für einen Lappen hängen hast. Wo denn? An der rechten Schulter hängt so ein fetter Lappen. Ah. Schweißtuch. Ah, da ist er ja. Der Hühnerschlinge. Wenn du wieder mal rausgeschmissen wirst vom Stein. So, und jetzt muss ich nochmal aktivieren. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann gehen wir mal rein, ne? Genau. Rein in die Olga. Oh ja. Jetzt fängt er ja gleich mit dem Quatsch an. Mhm. Das geht ja so, sag ich mal. Oh, was hat denn jetzt? Oh, aber ordentlich, ey. Den ja ganz gut ausweichen, den Kugel. Oh. Bewegt der sich auch? Oh, scheiße. Braucht er was. Ha ha ha!
weiterhin haben. Sei denn, er verwandelt sich nochmal neu. Ja. Das war's, oder? Okay, jetzt noch. Ziel abgeschlossen, sehr gut. Die Saat bedeutet Gleichheit. Unsterblichkeit. Kann sich der Mensch von Krankheit und Tod befreien? Aber ich... Hentai-Green. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Knochenkralle kommuniziert. Als wird er uns gleich bestraft. Ich habe alles getan, um der Menschheit ihre unvermeidliche Ruhe zu nennen. Ich bin nun eins mit Ihnen. Unendlich. Ich bin unaufhaltsam. Ich glaube, dass sie jetzt gleich ins Spiel kommen, könnt ihr mir vorstellen. Ich bin die Saat. Falsch! Du bist einfach nur ein herzloser Narzisst! Die Menschheit ist besser als das! Sie ist besser als du! Hol sie dir! Oh, neue Waffe. Ui. Wirklich? Oha. Jetzt ist er noch dicker geworden. Ja. Ich war es aber nicht. Ich hab nicht mehr viel Heilung. Okay, ich bin umgekickt. Eine Sekunde! Mal. Mist, das passt nicht mehr. Richtig wiederbeleben? Nee. Ja, scheiße. Ja. Du hast wahrscheinlich auch keine Herzen mehr gehabt. Nee, genau. Aber den können wir packen, also. Ja, ich frag mich nur, wie benutzt man diese Special-Fähigkeit von der Waffe? Lauf oder F laufen, ne? Ja, warte, ich muss noch mal kurz den Stein anfassen. Hm. Ah, ich muss stimmt immer mal aufladen. Ja. Okay, dann können wir ja. Ach, warte, etwas tausche ich, ne? Hm. Ich packe mir die Heilung in die. In die Maschinenpistole, dann kann ich die nutzen. Das wird uns helfen, glaube ich. Ah, sehr gut. Ich frage mich, ob das schon der Endboss ist bei dem Game. Könnte sein, ne? Ja, vielleicht. Aktiviere ich mal, ne? Genau. Ja, die Waffe ist ganz nice, ey. Ist auch so eine Art Maschinengewehr. Mhm. Ja, wir haben den auch fast gehabt. Der ist, Schluss war übel.
Oh Gott. Macht mich. Ja, ist echt übel, ne? Fetten Laserstrahlen. In der Spinatwolke und dachte, er kann mir nichts. Warte mal, ich versuch dir mal zu helfen. Ach, das geht. Oh Gott, oh Gott. Erwischt dich. Oh ja. Oh ja, so hat er mich auch erwischt. Mhm. Wenn wir verkriechen, ja. Scheiße. Das ist ein Rücken zugewandt, der ist immer Mist. Mhm. Aber jetzt kriegt das. Auf jeden Fall. Was ist fett mit dieser Special-Fähigkeit? Da ballert der ihm irgendwie über 1000 Schaden immer rein, wenn man F drückt und dann abdrückt. Achso, ich bin falsch gelaufen, ich bin da unten gelaufen. Diese Special-Fähigkeit ist, wenn man dann F drückt, ne? Genau, das macht richtig Rums. Rumsti Bumsti. Oh. Kann ihn auch direkt in die Visage schießen. Auch richtig abzug. Nein, oh Scheiße. Ich hab mich erwischt, ey. Ich hab grad Munition nach Munitionskiste aufgemacht. Oh. Wow. So, jetzt wirst du mal wiederbelebt, schnell. Oh, hat geklappt, danke. Oh. Nicht müde.
Oh. Nein. Oh. Ach. Scheiße, wir haben ihn fast gehabt. Alter, ja. So ein Sack, ey. Ja, ich. Echt Distanz waren und dann irgendwie vom Weiten. Jetzt, aber jetzt, ne? Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt kriegt er es. Aber der ist schon. Das vorher das Herz doch gezogen habe. Ja. Ja, der weiß genau, wann man sich heilt, ne? Dann geht er ab. Andere Phase, ne? Ach du Scheiße. Die Saat bedeutet Gleichheit. Überspringen mal kurz. Ja. Oh nein. Oh. Ja, kein Platz. Alter Scheiße, ich liege am Boden. Oh Mann, ey. Ah, danke. Alter Gott, ich bin gleich tot. Nein. Scheiße, jetzt bin ich am Boden, du auch, ne? Boah, diese Welle ist ja echt crazy. Alter, aber sowas von. Mann! Alter. Den müssen wir doch kriegen, ey. Also, ja. Die zweite Phase ist schon heftig. Ja, wir haben noch unsere 25 Minuten. Genau. Die nutzen wahrscheinlich wir darf aus. Man keine Herzen in der ersten Phase verbrauchen. Genau, das glaube ich auch.
wahrscheinlich doch besser, nur die Tränke erstmal zu nutzen, ne? Ja, wahrscheinlich. Oh, gleich geht's los. Bist du bereit? Mhm. Okay. Adrenalin genommen, das schießt man noch schneller. Berlin bringt echt viel, ne? Schießt, ja? Ja. Schießt er noch schneller. Schau mal aus. Ah, scheiße. Nicht am Boden. Aber kannst du ja mal abballern, weil der müsste gleich platt sein. Ja. Lebt dich mal, oh Gott, es wird knapp. Es war knapp. Ja. Der mit seinen komischen Greifarmen, ey. Ja. So, jetzt aber, jetzt kommst du zum Leben. Ah, super. Danke, danke, danke. Okay. Okay. Also Adrenalin bewirkt irgendwie, dass der da noch schneller schießt oder so. Ich würde mal... Das ist so mein Eindruck, ne? Ob das denn. Ja, ich könnte schon stehen. Oh, Scheiße. Ah, Mist. Ich kommt nicht an. Man kommt nicht aus diesem Scheiß. Okay, wenn jetzt die Ringe kommen, muss man weglaufen, glaube ich, ne? Echt übel, ey. Ich weiß noch nicht wohin, weil ich glaube, der hat den ganzen Raum damit ausgefüllt. Hm. Der Spinner. Sag doch mal, er ist am Boden. Ah, ich habe einen Eigenschaftenpunkt, den kann ich vergeben. Ach, ich auch, warte mal. Eigenschaften, ich habe sogar drei. Oh,
So. Warte, und ich packe mir mal an Adrenalin in die. Oh oh, okay. Ich kann ausweichen. Scheiße. Oh. Lauf. Oh, hat sogar geklappt, danke. Kommt das wieder? Warte, jetzt wird's anstrengend. Oh nein, es kommt schon wieder dieser Piss. Hier hinten ist so eine Art Bucht oder so. Dinger, ne? Ja. Mann, Mann, Mann.
Na, eins probieren wir noch, oder? Ja, machen wir noch mal einen letzten. Übel, übel, ey. Aber so kennen wir das ja auch aus den alten, ne? Also aus dem Original, dass man so irgendwie ein paar Mal braucht und dann irgendwann sagt man so, jetzt ist Schluss und beim nächsten Mal klappt es dann. Aber warte mal, ich pack mir jetzt mal Adrenalin auch auf. Sagen wir mal dahin. Was gibt's denn noch Schönes? Das ist eigentlich dieses dicke Herz, was ganz rechts ist. Da ist diese Nummer 4. Wutstaub erhöht bei allen Helden in der Staubwolke die Feuerrate um 15% und Nachladegeschwindigkeit um 20%. Bleibt 30 Sekunden lang bestehen. Okay. Ja, dann nehme ich lieber Wutstaub, glaube ich. Gut, ich bin soweit. Okay. Wird immer dunkel. Aber ist so, ne? Mit Adrenalin, glaube ich. Wenn du schneller schießt, oder? Ja, Adrenalin. Aber ich finde, Blutstaub ist noch besser. Oh, mich hat's zerlegt. Alter, schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte mich gerade heilen, ey. Da kommt der Blödmann da um die Ecke. Das war knapp. Jetzt kriegt er es aber. Okay. Haben's geschafft. Das klappt ja immer, ne? Aber. Ja, bis dahin schon, aber dann war's das. Oh.
Werde eins mit der Sache. Ja, dieses komische Ding, was jetzt kommt, ne, das wird dich jetzt auch umbringen. Ah, scheiße. Gerade die zwei Schüsse zum Schluss, ja. Ich weiß auch noch nicht, wo wir da hin wollen, weil die Richtung, die du eingeschlagen hast, die war richtig. Ah, komm, ein letztes Mal, oder? Ja, gut. Dann ist aber Schluss. Ja, weil das, da wo du warst, war genau die Bucht, wo ich auch dachte, das wäre super. Ja, aber trotzdem kommt diese komische. Dieses komische Ding bis dahin. Ich habe da auch noch kein Patentrezept. Vielleicht gibt es da irgendeine Quelle, die man anschießen muss, damit das aufhört oder so. Das kann sein, ja. So, die erste Runde geht ja noch, ne? Und dann zum Schluss von der Runde. Scheiße, ich kann keine Munition mehr. Ich weiß gar nicht, warum er die Munition, die hier liegt, warum er die nicht einsammelt. Ach doch, hat das. E drücken zum Sammeln. Ja, hab ich gemacht, aber. Der hat ja immer gesagt, alle Taschen voll, oder? Wo die Munition noch nicht mal aufgebraucht war bei mir. Bei mir sind halt die ganze Hand. Ich weiß nicht, vielleicht ist das passt nicht mehr. Hast du das passt nicht mehr, sagt er? Alle Taschen voll. Alle Taschen voll. Ja. Jetzt hast du ja auch eine Dienst genommen. Ich gerade eine Munitionskiste. Aber ich habe keine Munitionskiste mehr. Los, weg hier. Lauf doch mal. Oh.
gut, dass ich wiederbeleben konnte. Ja, danke. Boah, das war echt gut. Ja, froh, wenn du mich wiederbelebst. Vorsicht, dieses komische Ding kommt. Ist echt. Das kann man bestimmt irgendwie verhindern. Ja. Ich weiß noch nicht wie, ey. Heftig, heftig. Ja, aber ich würde sagen, reicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Können wir das nächste Mal wieder richtig reinholen. Ich denke mal auch, das war so eine schöne Runde und das ist echt so, irgendwann ist auch vom Kopf her, das ist auch anstrengend, geht nichts mehr so, ne? Das stimmt. Ja. Okay, dann beende ich mal den Stream und dann gucken wir mal, dass wir das nächste Mal den Endgegner auf jeden Fall platt machen. Ne? Dann sag ich mal allen Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.